Herzlich willkommen einmal mehr an die lemurischen Seelen. Ja, ich glaube, die lemurischen Seelen, die werden immer munterer und die sehnen sich nach ihrem Licht, nach ihrem Ursprung, nach all dem, was sie mitbringen, das in uns schlummert und das jetzt von uns wirklich gesehen werden möchte und auch muss. Wir brauchen jetzt wirklich diese erwachten Bewusstseine, die so vieles in sich tragen und die jetzt mit ihrem Licht, mit ihrer Weisheit, mit ihrem Wissen und vor allem mit ihrer Energie dazu beitragen können, gerade jetzt diese Wandlungszeit und diese aktuelle Zeitphase, dass wir da alle gut durchkommen. Im Kosmos und in der Schöpfung geschieht nichts zufällig. Da ist eine Ordnung da und die geistige Ebene hat alles, wirklich alles vorbereitet. Energetisch ist es da und ist auch vorbereitet. Und jetzt geht es einfach darum, was wir draus machen. Und da kommt es auf jeden Einzelnen an. Und ich bin immer wieder diejenige, die euch daran erinnert, an eure Feinstofflichkeit, an die feinstoffliche Welt, an die geistige Welt, weil in der Essenz, in unserer Essenz sind wir pures Licht, sind wir Energie, sind wir Geist. Ja, es ist alles geistig durchdrungen. Das heißt, und die geistige Ebene, mit denen kommunizieren wir, ob wir das bewusst machen oder unbewusst machen. Jeder Gedanke, jedes Wort, auch jede Handlung ist durchgeistigt und vergeistigt. Ja? Und dann kommt es einfach darauf an, aus welchem Bewusstsein raus, aus welchem Denken raus, aus welchem Fühlen raus ich agiere. Und da bin ich immer wieder dran, auch über die Videos. Ja, das ist ja auch ein Werkzeug, wo ich hier kostenlos auch zur Verfügung stellen möchte. Wie lange ich das machen kann, kann ich euch nicht sagen. Jetzt mache ich es einfach mal, solange wie ich aus dem geistigen Impuls auch den Auftrag habe, über die Videos zu euch zu sprechen. So dass er vielleicht auch spürt, da wäre noch mehr drin, in dir ist noch mehr drin. Und du sollst für dich lernen hinzufühlen, hinzuspüren, was geht mit dir in Resonanz. Es ist nicht immer so wichtig, dass man riesen Vorträge hält und ewig lang. Sondern manchmal reichen auch ein paar kurze Sätze, ein paar Worte und dann spüren wir, da geht es wieder weiter oder da öffnet sich was oder da kann sich was öffnen. Also auch immer der Raum zwischen den Worten zu lassen. Das ist ja das Lemuria-Bewusstsein mit dem tiefen inneren Frieden. Da kommst du natürlich, wenn du das immer wieder übst und praktizierst und dich damit beschäftigst, dann wirst du im Gesamten ruhiger und du kommst besser an deine Essenz hin. Das heißt, du findest zu einer Klarheit, ja, du bringst auf den Punkt, ja, du spürst die Impulse deiner Seele viel, viel besser und du kannst mit der einströmenden Energie, mit den Planetenkonstellationen, du kannst mit der Lichtfrequenz, die jetzt, Schumann-Frequenz ist ja so ein Wort da dazu, ja, mit der einschwingenden Frequenz besser umgehen. Wir brauchen das, wir brauchen da ein neues Denken und ein neues Verhalten auch in uns. Und da, das ist mein Ansehen, ein Stück weit auch jetzt einfach hier immer wieder diese Botschaften rüberzugeben und euch zu erinnern. Ich sage im Prinzip nichts Neues, weil wir haben alles in uns. Das hört sich aber oftmals so
Ja, für mich schon fast lapidar an, wenn ich dann sage, du hast ja alles in dir. Das nützt dir, aber ich kenne es ja von mir selbst, das nützt dir in dem Moment nichts, wenn du nicht drankommst an das, was alles in dir ist. Und das ist ja der springende Punkt. Ja. Und auf dem Weg, da sind wir jetzt alle, jeder an seinem Platz. Und wir haben immer tiefer zu gehen, immer tiefer versuchen, das Essentielle in uns wach zu rütteln oder sanft zu werden wir getriggert. Ja. Aber dieses Wachwerden, dass wir wach werden für das, was wir mitbringen. Und wie in den anderen Videos schon immer wieder auch berichtet, bei mir ging der Erwachensprozess in manchen Zeiten sehr, sehr schnell, sodass ich fast nicht mehr hinterher kam. Und dann gab es aber auch wieder Zeiten, wo ich das Gefühl hatte, oh, irgendwas möchte sich in mir bewegen, aber es zeigt sich nicht und ich komme nicht dran. Und da wäre ich an meinen Punkten wäre ich oftmals froh gewesen, mir wäre jemand begegnet, mit dem ich hätte als Mentor, also wo ich eine Mentorin oder einen Mentor gehabt hätte, aber es tauchte bei mir niemand auf. Und alles, was ich habe auch nicht groß gesucht, weil ich es gespürt habe, vergiss es, du musst es alleine machen. Und das war mitunter, aber das hat auf mein Werk dazugehört, und zwar, dass ich euch und die Menschen vor allem wieder sehr, sehr gut verstehen kann durch meine eigenen Erfahrungen. Ich teile meine Erfahrungen, auch meine Erkenntnisse mit euch. Es fließt aus der Quelle allen Seins die Informationen dann her. Und dann können wir hier, da haben wir hier immer wieder einen Ansatzpunkt. Und momentan geht's ganz, ganz, ganz viel darum, dass die lemurischen Seelen jetzt wirklich angestupst werden. Und die erhalten aus dem Kosmos, aus der Schöpfungsebene, erhalten die Impulse momentan. Weil die Frequenz, so wie ich es im anderen Video auch mit Antares, da ist ein Aufstiegslicht da, das hat es zu Lemurias Zeiten gegeben. Und dieses Licht schwingt jetzt rein und wird Impulse in den Menschen hervorbringen oder pulsieren, damit die lemurischen Seelen sich wirklich wieder erinnern können, einfach auch können. Und ja, und mit diesem Licht werden wir wirklich, ja, gepulst. Ich spüre jetzt, dass alle, die jetzt hier das Video dann anschauen werden zukünftig, dass die in dem Moment mit diesem Licht auch ganz bewusst gepulst werden und die Lichtinformationen einfach da sind. Aus dem Grund bin ich jetzt auch gehalten, dass ich noch langsamer reden soll. Ja, dass jetzt nicht so viel über die Worte übertragen wird, sondern vielleicht könnt ihr es hier auch sehen, ist dieses Energiefeld als Farben dargestellt. Ja? Und um die Farben, um die Pulsierung geht es auch. Das schwingt jetzt hier auch mit. Vielleicht kannst du es spüren. Ich wünsche jedem, dass er mit seiner Essenz wieder sich verbindet, sich erinnert, dass er spürt, wie viel Liebe, dass er in sich trägt, wie viel Leichtigkeit, dass er in sich trägt und wie viel Freude, dass er in sich trägt. Das ist hier mal die Message für jetzt gerade. Und ja, wenn ihr mehr darüber wissen wollt oder erfahren wollt, meine Webseite habe ich unten verlinkt. Auf meiner Webseite, da findet ihr unter der Rubrik Gemälde zum Beispiel eine Rubrik Lemuria und Antares. Da gibt es Gemälde mit der Energie. Dann findet ihr auch, immer wieder mache ich
Zoom Live-Webinare zum Thema Lemuria und Antares. Und all das dient wirklich fürs Erwachen, fürs Bewusstwerden, für als Seelennahrung, als Lichtnahrung und als impulsgebendes Feld. Es ist ein impulsgebendes Feld, ein Lichtkraftfeld, ein geistiges Feld, und da ist jeder eingeladen, ja, für seinen Weg. Wir werden, wenn wir bereit sind, dann finden wir das, was in der Zeit zu uns passt. Ja, und wir müssen wirklich lernen, dass wir ins Fühlen, in ein tieferes Fühlen kommen und dass wir uns nicht vielleicht von Äußerlichkeiten allzu sehr beeindrucken lassen, egal wie sich das darstellt, sondern dass wir wirklich von innen raus fühlen, ah, mit dem gehe ich jetzt in Resonanz, das fühlt sich gut an. Ja, lass das ganz gut gehen. Und für alle, die gern so was lesen, auch kürzere Dinge lesen, in meinem Shop findet ihr auch Bücher, und da gibt es ein kleines Büchlein, das ist sehr, sehr, sehr beliebt. Das heißt Ami, Sternenkind von Antares, und das hat schon sehr vielen Menschen in den unterschiedlichsten Situationen Freude, Hoffnung, Zuversicht und auch einfach eine Verbundenheit gebracht. Also, alles Liebe und bis demnächst wieder hier bei mir.